So, dann machen wir mal hier weiter. Wir haben beim letzten Mal hier aufgehört. Das kriegt man jetzt durch den Cut nicht ganz so mit, vielleicht. Jetzt habe ich es natürlich erwähnt, aber ja, beim letzten Mal sind wir jetzt hier durch diese Anlage gelaufen und sind aus der Tür wieder rausgekommen und müssen auch irgendwie schauen, dass wir jetzt hier auf diesen Schienen den Lift, der da oben ist, irgendwie runterkriegen, damit wir dann da weiterfahren können, um an unser Ziel zu gelangen. Ich habe aber nichts, womit ich das aktivieren kann. Ich gehe noch mal ganz kurz zurück. Vielleicht habe ich irgendwas liegen lassen. Bin ich ganz sicher. Area unlocked. Nee, hier habe ich alles. Und ein PDA. Wüsste ich jetzt nicht, dass ich das irgendwo habe liegen lassen. Okay, keine Ahnung. Ich gehe jetzt nochmal kurz zurück und schau mal, ob ich vielleicht irgendwo hier nochmal eine Runde drehen muss. Ich bin jetzt nicht ganz sicher. Hallo? Nee, hier war ich schon und ich glaube auch nicht, dass ich hier nochmal hin muss. Da verzichte ich auch drauf. Was ist hier? Ist auch nix. Da unten waren wir schon mal. Ach, ernsthaft jetzt? Kamen wir hier beim letzten Mal nicht weiter? Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Hier geht's auch zu der. Ja, keine Ahnung. Ja, was ich sagen wollte, hier geht es auch zu der Anmeldung. Transfer Station 1. Maintenance PDA Clearance required. Und ich gehe mal davon aus, dass das hier sein wird. Bleib bitte liegen. Downloading PDA. Ron Rich. Ja, das gucken wir uns gleich mal an. Was hat denn der Ron zu sagen? Der hat einmal ein Audiolog mit Unsafe Driving. Und er hat ein paar User-E-Mails. UAC Authority, Maintenance, Lift Access Restrictions und those damn Chainsaws. Ron, we need you to enforce Maintenance Lift Access Restrictions from this point forward. Several of these lifts can be used to gain entry into areas that are off limits to the personnel that might only have Maintenance Access. Please see to it that this is enforced. Sincerely, UAC Authority. So, Ron, I don't have any idea what to do with those things. Why don't you throw them down the chasm near Enpro like you did that other shit? Okay, ja, gut. Dann haben wir noch das Audiolog von ihm. This is the audio log of Officer Ron Ridge, dated October 16, 2145. Recent transport tunnel accidents are causing major headaches for both supply and maintenance. Each accident caused is an estimated 1 to 3 hour delay in what are mostly time-sensitive shipments. It's becoming evident that certain junctions need safety adjustments as well as recommitment to driving safety by all personnel. The Enpro to Comm Center route has shown the biggest increase in accidents over the past 6 months. Safety signs and improved lighting are needed throughout the main junctions over the stretch of tunnels and paths. Absolutely, no recreational vehicle passage should be allowed during peak hours. All personnel should use monorail travel whenever possible to keep cargo shipments flowing smoothly. Okay. Moving lift to station 1. Und wenn ich jetzt zu dem anderen Terminal gehe, müsste doch der Lift wahrscheinlich dann zum anderen Terminal kommen, oder? Jetzt habe ich ihn hierher geholt und der fährt jetzt auf den Schienen, bis er bei mir ist. Jetzt dreht er sich, glaube ich, nochmal. Genau, jetzt kann ich auch darauf. Jetzt muss ich mal kurz probieren. War das? Ach, das ist da oben, okay. Jetzt kann ich mal kurz probieren, was passiert. Wir haben da oben eine Anzeige, Station 1, da blinkt's. Ah, okay, wir sehen genau, wo der Lift jetzt lang fährt. Das heißt, das ist jetzt der normale Weg. Hier sind wir und ich gehe mal davon aus, dass wir zur Station 3 Offload Exit. Oh mein Gott. Da ist der Lift. Und das sieht ja aus, als wäre es so eine kleine Abzweigung, vielleicht in irgendeine Secret Area. Wir schauen uns das mal jetzt in Ruhe an.
Nee, da geht's nicht weiter, oder? Macht nicht wirklich viel Sinn. Aber das sieht so aus, als würde das aufgehen. Ich vertraue dem Ganzen hier nicht. Okay, wir fahren einfach weiter. Beim letzten Mal hatten wir da oben einen Soldaten, aber der scheint jetzt auch verschwunden zu sein. Kann ich denn darauf? Trau mich irgendwie nicht, aber ich probiere es trotzdem. Puh, okay, das funktioniert. Da waren nämlich ein paar Cells und die kann ich gut für meine Waffe gebrauchen hier. Meine Plasma Gun. So. Ah, Moment mal. Da war doch noch was anderes, was ich machen kann. Ich kann doch mit dem Ding auch hochfahren. Ah. Uno momento. Oh Gott. Mein Gott, habe ich einen Schreck bekommen. Okay, mal auf die andere Seite kurz gehen. Oh Gott. Gut, ich bin wieder ein bisschen schreckhafter, weil ich wieder eine Zeit nicht gespielt habe. Da reicht schon, wenn sich eine Tür schließt. Der wollte schon wieder zum Sprung ansetzen, der Penner. So. Hier irgendwas Wichtiges? Nein, ist es nicht, oder? Doch. Hier haben wir Shells. Okay, Transfer Level 1 und 2. Dem Ganzen vertraue ich da noch nicht so ganz. Warte mal, wo komme ich jetzt her? Ah. Weil hier hinten geht es ja auch noch weiter. Die nicht einsammeln? Das irritiert mich gerade. Oh mein Gott. Die mit ihren Kettensägen. Ich meine, jetzt haben sie wenigstens einen Verwendungszweck dafür, aber... Service Lift, Objective Complete. Open. Maintenance Exit, now accessible. Okay, cool. Also das sollten wir schon mal machen. Das ist gut, aber... Ah, jetzt geht's. Hab ich jetzt volle Munition oder wie? Ja, 450, das ist Maximum. Vergiss es. Da kann ich Leben holen. System Malfunction, da geht es auch gar nicht weiter. Gut, also hier scheint erstmal Endstation zu sein. Und hier konnte ich... Hier konnte ich auch nicht weiter, weil da habe ich eigentlich nur was aktiviert. Jetzt muss ich noch mal ganz kurz austesten, wo der ist also dunkel hier, wo der Fahrstuhl hinführt. Aber ich habe so das Gefühl, hier war ich schon mal und kam nur nicht weiter, weil der Fahrstuhl oben war. Kann das sein? Ja, das wird passen. Dann fahre ich jetzt wieder hoch und ich glaube, dass ich sogar hier einen Zwischenstopp einlegen musste, um dann die Tür zu aktivieren, wo ich dann im Endeffekt durch muss. Aber dafür musste ich hier erstmal stehen bleiben, ja. Wäre ich nämlich weitergefahren,
Ich höre einfach die ganze Zeit irgendwas. Ja, wäre ich hier weitergefahren, dann hätte ich da an einer verschlossenen Tür gestanden. Und da muss ich, glaube ich, hin. Da bin ich durch. Ich erinnere mich. So. So. Hä? Oh oh. Oh oh. Kako Demons. Ach, immer wieder schön, sie zu treffen. Im wahrsten Sinne des Wortes. So, dann speichern wir mal zwischen, einfach nur damit wir das mal gemacht haben. Was erwartet uns hier? Die Musik wird schon so unangenehm. Was ist das denn? Ich glaube, das ist irgendwas Cooles. Steht da drauf? Bisu MX. Einsammeln. Ah, das ist dieser absolute Power-Modus, wo wir Feinde einfach mit den bloßen Fäusten bearbeiten können. Ich weiß zwar nicht ganz genau, was das soll, aber hey. Hauptsache, ich brauche keine Munition. Was ist das? Ja, ich glaube, das war's. Nee. Dass mich das jetzt im Stich gelassen hat, war jetzt natürlich blöd. Aber da war ich jetzt einfach zu langsam. Bleib mal schön da oben. Ich glaube, ich hätte jetzt auch auf die Fässer schießen können, aber ich kenne mich. Dann stehe ich wieder zu nah dran und dann... Dann habe ich den Salat. Cycle Airlock. Dann nehme ich jetzt gleich mal die... Chain Gun. Und... Behalte die mal, weil wenn wir jetzt rauskommen, kann es nämlich wieder sein, dass da Kako-Demons rumfliegen. Ah, sag ich doch. So, was ich auf jeden Fall weiß ist, wenn die auf uns schießen, können wir den Schuss von denen unterbrechen. Okay, ich brauche Luft, Luft, Luft. Was jetzt? Irgendwo Kanister? Da ist einer, da ist einer, da ist einer, da ist einer. Uiuiui, das war jetzt knapp. Das war jetzt einfach viel zu knapp. Komm, 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 geh auf. Communications, passt. War ich so mit den Kako-Demons beschäftigt, dass ich jetzt wirklich fast vergessen hätte, nach einem Container zu suchen mit Luft da drin. Yes. Ach Gott. Ich stehe doch einfach mittendrin, ne? Ich bewege mich kein Stück zur Seite. Ich lasse mich dann volle Kanne treffen. War jetzt auch nicht geplant, also das ist irgendwie immer so ein bisschen... Rüstung? Naja, lassen wir dann mal liegen, weil können wir nicht mehr einsammeln. Hier geht es irgendwie weiter, vielleicht. Glaube ich, keine Ahnung. Ach ne, warte mal, das könnte der Weg nach unten sein. Aha. Was? Was, 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 was? Was ist jetzt los? Nicht jetzt? Ich spring mal darüber. Das ist eine Leiter, die dahin führt. Das heißt, ich gehe trotzdem mal runter. Hier muss doch noch irgendwas sein, oder? Außer jetzt die Rüstungsfragmente. Nee. So aus. Na gut, dann war's das hier. Hätte ich mir jetzt ein bisschen mehr erhofft. Ich meine, aber das war jetzt auch offensichtlich, dass da was versteckt ist. So,
So, hier lag auch noch Leben rum. Das war eigentlich auch ganz gut. Oh mein Gott. Wo kam der denn jetzt her? Jetzt irgendwie nur mit einem Imp gerechnet. Hab dich genau im Auge, Airlock. Was ist denn jetzt schon wieder? Schon wieder ein Cargo-Demon. Okay, wir wissen auf jeden Fall schon mal, dass ein Schuss, der uns direkt trifft von diesen Karko-Demons, dass der 15 Schaden macht. Ist ja auch schon mal viel wert. Ich muss nur aufhören, ständig die Chain ganz zu benutzen, weil da sehen wir jetzt munitionstechnisch nicht mehr ganz so gut aus. Wie ist das irgendjemand im Lift, ich sag's euch. So, ich bin jetzt in der Garage. Wir haben Maintenance und Communications. Und Communications ist ja unser Ziel. Dann gehen wir erstmal... Security Access Required. Das heißt, wir müssen doch erstmal Communications gehen. Das kann doch alles nicht wahr sein, oder? Ja, nicht wundern, dass ich so glänze. Es ist einfach Sommer und das ist ein bisschen anstrengend gerade. Er ist weg, oder? Er ist weg. Der Imp, den habe ich schon mal. Ist jetzt vor mir noch einer gespawnt? Power fluctuations in main communications router 48A6. Attempting insulation reroute. Durchatmen. Ich höre das doch ganz genau. Was jetzt? War nur zwei, oder? Boah, das Spiel macht mich irgendwie gerade fertig. Monorail und Comm Center. Boah, hier ist eh gesperrt, oder? Ja. Steht da? Transfer Bay Access. Okay, das brauchen wir jetzt irgendwie. Aber ich weiß es noch nicht, wie wir das kriegen. Clip. Ich bräuchte mal irgendwie so eine Box mit Chain Gun Munition, weil das ist irgendwie jetzt irgendwie wichtiger. So, Communications ist locked und Monorail Access ist locked. Security Terminal 1.